Der SID-Fanclub. Hashtag SID-Fanclub. Leute, wer bekennt sich hiermit offiziell zum SID-Fanclub? Finde ich gut. Devil. Ohne Scheiß. Jetzt mal ohne Scheiß, meine Lieben. Das ist das Coolste, was ihr sagen könnt. Und ich freue mich halt auch, dass unsere Mädels bis heute so treu geblieben sind. Guck mal. Der Chat wird gerade jetzt mal Darky und Tobi mal so ein bisschen rausgelassen, gerade von unseren Mädels dominiert, ne? Jungs, seid... Okay, pass mal auf. Jungs, seid ihr noch da? Ausrufezeichen Hype. Mädels, seid ihr noch da? Ausrufezeichen Love. Naja, Brützi, Mods werden grundsätzlich nicht gezählt. Ihr seid Mods. Ihr habt kein Geschlecht mehr. Ihr habt keine Identität, ihr habt kein Geschlecht, ihr habt keine Persönlichkeit. Ihr habt doch Persönlichkeit, habt ihr noch, aber... Also, Brützi, falls du dich dafür entscheidest, wirklich Mod zu werden, vollwertiger, dann... Leb gleich damit, ne? Also verabschiede dich von deinem Bullermann, der fällt einfach ab. Der fällt einfach ab, sobald du dich entschieden hast. Blub. Ach, guck mal, jetzt werden die Jungs aktiv. Ja, die spielen bestimmt alle Diablo. Ne, Jungs? Ihr spielt bestimmt alle Diablo. Gewinnt ihr trotzdem nicht gegen die Mädels. So, warte mal. Haben wir den Weg jetzt frei? Den haben wir frei. Ja, sehr nice. Ja, Brützi. Also überleg dir das doch lieber nochmal ganz genau. Das würde ich aber auch sagen. Ja, D4 ist echt geil. Also, wie gesagt, Devil, ich würde es ultra gerne derzeit im Stream irgendwo einbauen, aber das ist Selbstmord. Also, es ist für den Kanal derzeit Selbstmord. Da guckt man kurz, wie viel jetzt online sind. Wahrscheinlich immer noch hunderte von Leuten. Deswegen wird es das halt immer noch nicht geben. Ich spiele WoW. Ja, mach das. Ich muss dann gucken, wie gesagt, wo wir den Hardcore-Run machen. Aber ich muss halt gestehen, ich habe immer mehr Lust auf Lotro-Hardcore-Run. Weil es passt halt ultra gut. Es passt echt ultra gut. So, Barkim, du wolltest Locker klauen. Hey, du. Da. Ich habe die Locker klauen für dich. Sehr gute Arbeit, Kleiner. Ja, kein Ding. Jetzt muss ich nicht mehr darüber nachdenken, wo ich sie auftreiben soll. Und hier sind wie abgesprochen deine Mindcrawler-Platten. Ich habe mich übrigens inzwischen an den Namen des Jägers erinnert, der Minecrawler-Plattenrüstungen herstellen kann. Sein Name ist Wolf. Sprich mit ihm. Vielleicht wird er auch für dich solche Rüstung herstellen. Okay. Das stimmt doch gar nicht, Wolke. Du hast letztens mit Zacario Diablo 4 gespielt. Und jetzt denkt die sich gerade, what the fuck, woher? Tja. Deck deine Kamera ab, wenn du spielst, das sag ich immer wieder. Warum lässt du dir nicht deine Minecrawler-Plattenrüstung herstellen? Ich habe zu wenig Minecrawler-Platten. Für eine Rüstung reicht es einfach nicht aus. Ich kann's nicht machen, Busche. Wer soll denn dann das Lager bewachen? Vielleicht kann ich dir helfen. Und wie denn? Willst du mir etwa eine Rüstung besorgen? Junge, das wäre einfach großartig. Das wäre einfach großartig. Hier, nimm. Das sind alle Minecrawler-Platten, die ich noch habe. Leider war das alles, womit ich dir helfen kann. Sorry. Brützi, spätestens nächste Woche Donnerstag im Patreon-Stream. Also wie ihr gemerkt habt, Ausrufezeichen Patreon. Leute, lasst uns auf die 40 gehen. Weil dann wird der aktuelle Stream, welcher auch immer gerade ist, wird auf 12 Stunden verlängert. Wenn es eh ein 12er ist, dann auf 24. Und wenn wir die 40 erreichen, machen wir einen Kochstream. Also haut das auf 40 hoch. Aber was ich gerade meinte, Brützi, es wird jetzt sowieso in der nächsten Zeit donnerstags wieder häufiger die Patreon-Gaming-Streams geben. Soll heißen, dort werde ich auf jeden Fall D4 spielen. Also suchte halt mit mir. Aber ich spiele Hardcore. Ja, gestern, bis alles abgeschmiert ist, war es aber nicht zu Hause. Und Zacario hat mir davon gar nichts erzählt. Indirekt hast du mir das tatsächlich erzählt, ohne dass du es weißt. Ich bin jetzt einer von euch. Na, ausgezeichnet, Bursche. Ich wusste, dass es dir bei uns im Lager gefallen wird. Jetzt habe ich sie komplett verwirrt. Kannst du mir was beibringen? Ja, aber nicht der Unterhaltung halber. Wenn du willst, dass ich dir was beibringe, musst du dafür bezahlen. So. Oh, meine Nase kribbelt. Ist das übel, ey. Naja, ich kenne da so eine gewisse Streamerin, bei der du warst. Da hast du das erzählt. Und da war ich durch Zufall gerade im Lurk. Tja, das Internet ist ein Dorf, Wolke. Das Internet ist ein Dorf. Falk? Na, warte mal. Wir können mal den restlichen Kram verkaufen, glaube ich, oder? Oh, wir haben noch nicht gebetet heute. Guck mal. Immer wenn es ganz oben rechts rot ist, die Zahl, dann let's go.
Hat der Launcher gepatcht? Nee, auch nicht. Ich glaube, ich habe Wolke gar nicht auf dem Dings. Ah, keine Ahnung. Weißt du, wie viele Leute ich auf der Liste habe? Belia. Deswegen adde ich halt auch kaum noch jemanden. Nee, ich schaue keine anderen Streamer. Ich schaue nur mich selber. Also immer, wenn ich offline gehe, gucke ich meinen eigenen Stream nochmal an und denke mir so, oh ja, nice. Mm. Uff, schwierig alles. Alles schwierig. Barem, wer kauft nochmal die Trophäen? Ach, wisst ihr was, wir sammeln die. So, Mana-Rick ist gleich weg, leider. Ich hoffe mal, dass es trotzdem noch reicht, dass wir unser Skelett abhalten können. Das wäre ganz, ganz wichtig. Das wäre echt wichtig. Ja. Mann, war ich heute wieder... Ja, genau so mache ich das. Also so mache ich das. Und weißt du, wenn ich raus spazieren gehe, höre ich mir meinen eigenen Podcast an. Und wenn ich dazwischen noch Zeit habe, gucke ich mir meine Let's Play und meine Guides an. Also mein ganzes Leben dreht sich nur um mich selber. Das ist richtig nice. Ich finde das auch eine absolut gesunde Beziehung zu mir selbst. Ja, ja, das sind schon schlimme Zeiten. Ja gut, so kann man es natürlich auch sehen. Aber ich finde, das ist eine absolut gesunde Beziehung zu sich selber. Meint ihr nicht? Naja, wenn sonst keiner tut, Chiara, muss ich es halt selber tun. Also stimmt halt nicht, weil ich eine wunderbare Frau an meiner Seite habe. Aber ne, man muss ja mal so ein bisschen auf... Ich habe gehört, wenn man im Internet entweder die ganze Zeit am Meckern ist oder am Rumheulen ist oder uwu ist, ja, dann klappt das mit der Karriere und mit dem Geld. Also ich probiere das alles aus, wie ihr merkt. Mit mir kann man's ja machen. Beim letzten Stream war das uwu dran, da ist es geflossen, ja. Heute mache ich auf Jammern. Na, das funktioniert noch nicht ganz so gut, das müssen wir noch ein bisschen üben. Und dann am Sonntag ab 10 Uhr werde ich dann richtig, werde ich richtig meckern. Einfach über alles. Einfach über alles. Was, wie, du bist da? Nee, lösch dich. Zed will nur nicht zugeben, dass er eigentlich am Hinterherspionieren ist. Ja, hallo, du, ich war 10 Jahre in Sachsen, du, aufgewachsen. Das liegt mir quasi im Blut. Die ganze Welt dreht sich um mich, denn ich bin nur ein Egoist. Der Mensch, der mir am nächsten ist, denn ich bin ein Egoist. Ach, guck mal, solche Skelette hätte ich auch gerne. Aber bis wir so weit sind, naja. Ja, extra dafür kommt der Tobi aus dem Dings raus. Im Cedric. Was? Was ist im Cedric? Niemand ist im Cedric, außer ich. Selber. Hör mal, Darky, was wird denn das hier? Was haben wir denn für Gespräche? Hört mal. Was sind denn das für Gespräche, Chat? So haben wir aber nicht gewettet. Nimm ich mal mit. Yay, er hat's ge... Hä, wieso kann ich keine Blutfliegen looten? Happy! Haha, Happy Pride Month. Ja gut, du gibst ja kein Problem, aber ich steh nicht auf Kerle. Also, ist mir ja relativ egal, ne? Weißt du, aber ich stehe nicht auf Kerle, tut mir leid. Auch wenn das manchmal die Leute anders meinen, aber tut mir leid. Sorry, Chiara, ich weiß, das erschüttert jetzt deine Welt und es ist schlimm und, ne? Aber es ist leider so. Ja, sehr, sehr sinnvolle Gespräche, sehr sinnvolle Gespräche. Aber können auch die Blutfliegen mal bitte sterben? Die geben nur 30 EP. Könnt ihr mal bitte schneller umfallen? Sid, jetzt komm, du hast einen ganzen Fanclub. Alter, scheiße, ich muss weg, Jung. da kommen einfach mal Vikes. Oh jo, gut. Ne, also die Vikes zeigen, Sid? Sid stirbt nicht. Lull. Sid, ran da. Du bringst jetzt die Vikes nicht mit hierher. Einmal drücken. Oh, komm her, Brutzi. Komm her, einmal drücken. Oh Gott, die Vikes sind gefährlich. Scheiße, wie? Hä? Okay, das ist jetzt negativ, dass die jetzt da so rumeiern. Naja, in Returning ist es so, dass alles Tote alles Lebende angreift und andersrum. Alles Lebende, alles Tote. Und dadurch kommen manchmal ganz merkwürdige Allianzen zustande in der offenen Welt. Ja, Skelett ist gar nicht mehr... Nein, guck mal, es ist doch schon wieder da. Sid ist der Beste. Also, wobei... Nach wie vor muss ich sagen, Hubaxis hat trotzdem einen ganz besonderen Platz in meinem Herzen. Also da muss Sid schon, zeig ich dir wie es ist, ne? Also da muss schon Sid was ganz anderes. Oh nö.
Sid, mal erstmal die Wölfe weg. Oh Gott, da ist noch eine Riesenspinne dabei. Meint ihr, Sid schafft eine Spinne? Oh Gott, und jetzt kommen noch mehr Wachse dazu. Ah Mann, so wird das nix. Ja, wir müssen den Weg zu Sagitta freikriegen. Okay, wir müssen ultra aufpassen auf die Wachse, ganz ehrlich. Nein. Oh, guck mal, ich kann sogar sagen, wohin das beschworen wird. Einfach rechte Maustaste halten. Dann kann ich das so ein bisschen... ist das cool. Ja, nice. Wusste ich nicht. Beziehungsweise nicht mehr. Ja, Riesenspinnen gibt's auch. Ja. Es gibt alles in Returning. Auch fliegende Einhorn-Welpen-Babys, die kleine Kiaras im Schlaf anfallen. Also da würde ich aufpassen. Die sind ganz schlimm. Aber ich weiß nicht, seit wann hier die Spinne ist. Die ist, glaube ich, noch neu. Ich glaube, die war noch nicht so lange hier. Boah Gott, ey. Wie kriegt man denn hier diesen Flashmob weg? Sag mir das mal. Wie? Oh ja, der war schön. Der war richtig schön. Die Riesenspinne ist gleich tot. Ja, gib's ihr. Besorg sie ihr, schmutzig. Nein, du hast mich missverstanden. Du sollst die Spinne wegräumen. Und nicht du von der Spinne weggeräumt werden. Wieder versteht mich mal niemand. Niemals versteht mich jemand. Komm, jetzt klatsch die Spinne weg. Stufe 4 für Skelett. Okay, das wird gleich geil. Ich bin gespannt. Leute, Sid ist Stufe 4. Was hatten wir vor uns für Werte? Bitte nochmal Check-up im Chat. Was hatten wir vor uns für Werte? Die zwei Main-Sachen, die uns interessieren. Ja, Sid, jetzt komm, mach den letzten Hit und dann hier können wir weitergehen. Dann gehen wir ein Käffchen trinken, du und ich. Sid. Oh Gott, die Wachse kommen wieder angeschlichen. 170 und 30, dankeschön. Am besten siehst du mal nach dem Rechten und legst die Kerle. Hä, was? Wie, was? Wovon reden wir, Brützi? So, er hat jetzt 1120 und ein Waffentalent nur mehr. Boah. Uff. Ab wann? Also für euch Gothic-Nerds, die sich richtig gut auskennen. Ab wie vielen Punkten kriegt man die verbesserte Waffenhaltung? Also wie waren da diese Vorgaben nochmal? Weil das wäre jetzt eigentlich relativ wichtig. Warte mal, hier liegt was? Wo ist eigentlich mein Kogin? Kogin, loote doch mal den Kram. Der ist traurig, dass ich jetzt noch jemand anderen habe. Die Feldräuber da unten könnten wir uns auch schmecken lassen. Aber erstmal, so, Sagitta ist jetzt freigeschalten. Guck mal, wir sind jetzt bis Sagitta gekommen. Wir könnten das jetzt noch anschließen, aber das mache ich nicht. Mehr als 31 auf... Nee, aber jetzt mal Spaß beiseite. Wie viel war denn das? Es gab doch mehrere Caps, also mehrere Grenzen, wo sich die Waffenhaltung ändert, ne? Und nur ein... Ja, das klang gut. Ja, ich habe mich halt gefreut und dann war das nur ein Waffentalent. Das war halt erbärmlich. Jetzt mal ehrlich. Es war halt einfach nur erbärmlich. Aber gut, es ist halt, wie es ist. Ja, stellt euch mal vor, wir würden jetzt immer direkt schon 5 Punkte oder so kriegen. Also dann... dann könnten wir halt wirklich mit dem schon alles wegmachen. Deine Gothic-Zitate lassen zu wünschen übrig. Ja, das kann gut sein. Möchte ich nicht... Ein Mist viel weniger. Ja, gut, ein Mist viel weniger. Nö, du habe ich auch kein Problem mit. Im Originalen waren es 30 und 60. Hat der denn schon die verbesserte? Ah ja, guck mal, der hat schon die verbesserte. Das heißt, die nächste ist dann 60. Uff. Ja, bis 60 ist es einige Zeit. Eieieiei. Naja, gut, wir müssen ja dafür nichts machen, außer ihn rausholen. Schlaf gut, mein Lieber. Tobi, war schön, dass du heute so lange wieder da warst. Gute Nacht. Träum schön, ja? Gute Nacht, Tobi, du Lump. Jetzt weiß ich wieder, was ich... Oh, nee, Leute, jetzt weiß ich wieder, was ich... Ach, verdammt. Erinnert mich bitte daran, falls ich es jetzt draußen wieder vergesse, dass ich jetzt gleich nach Korinnes gehe und meinen... Oder zu Xardas irgendwo hin und meine Rune baue, meine Schlossknacken-Rune. Hey, du. Ich sag dazu nix. Ganz allein hier draußen? Dann halt. Sag, was du von mir willst und dann geh wieder. Okay. Ich habe zu tun. Wer bist du?
Du hast noch nicht von mir gehört? Nee. Kräuterhexe, sagen sie. Giftmischerin, sagen sie. Doch wenn es ihnen dreckig geht, erinnern sich alle an die gute Sagitta mit ihren heilenden Kräutern. Was machst du hier draußen? Ich lebe hier, seit ich denken kann, und widme mich meinen Kräutern. Der Wald ist mein Freund. Er bietet mir alles, was ich brauche. Mein Freund, der Wald. Eieieiei. Kräuterkunde, ja. Kannst du mir deine Kräuterkunst beibringen? Interessant. Bisher hat mich selten jemand danach gefragt. Du willst also mein Schüler sein? Dann wirst du erst den Ernst deines Anliegens unter Beweis stellen müssen. Ich arbeite zurzeit an einem sehr seltenen Trank aus erlesenen Kräutern und Säften. Wenn du mir eine Zutat, ein äußerst seltenes Kraut, das ich nicht hier habe, besorgen kannst, werde ich dich ausbilden. Wenn du mir das und das bringst, dann könntest du eventuell, wenn ich dich ganz doll lieb habe und so... So klingt das, oder? Wir sind deine Schüler. Ja, genau. Corinnes plus Rune, ja, danke. Ja, let's go. Wo werde ich diese Zutat finden? Das Kraut, das ich brauche, gedeiht nur an den Stellen, an denen es die richtigen Nährstoffe bekommt. Trollscheiße. Diese befinden sich in den Exkrementen eines schwarzen Trolls. Deshalb ist es für mich auch so schwierig, an das Kraut zu kommen. Verstehst du? Ach, wieso? Einfach hingehen. Mal sehen, ob ich es irgendwo auftreiben kann. Na dann. Viel Glück bei deiner Suche. Oh, Sagitta ist eine Liebe. Ausrufezeichen Love Chat. Das ist eine richtig Liebe. Welche? Sag mir, was du willst. Sag mir, was du willst. Was hast du denn? Oh, guck mal, sie hat ein Elixier des Geistes. Richtig gut. Sie hat Tonnen davon. Sie hat ein Kronstöckel. Aber sonst nichts Interessantes. Gut. Dann würde ich sagen, jetzt gehen wir irgendwo hin. Und dann sind wir da. Wisst ihr Bescheid, ne? Jetzt gehen wir irgendwo hin. Und dann sind wir da, ne? nee, wir gehen erstmal zu Xardas, die Rune bauen. Können wir ja auch da machen, glaube ich. Ja, guck mal. Jetzt gehen wir irgendwo hin, dann sind wir irgendwo da und dann gehen wir irgendwo wieder weg. Ja, jetzt muss ich schon Trollkacke anfassen, ja, Leute. So. Und da ist unsere Schlossknackrune, endlich. So einfach ging das. Ich hatte die ganze Zeit die Metz. Ich habe sie halt nur nie gebaut. Na, den töte ich jetzt gewiss nicht. Das klappt noch lange nicht. Kannst du mir etwas über diese Steintafel sagen? Ich hatte erst die Vermutung, dass es sich dabei um ein magisches Artefakt handelt. Aber letztlich bin ich zu dem Schluss gekommen, dass es nicht von großer Bedeutung ist. Ich habe den Sinn dieser Tafel nicht gänzlich entschlüsseln können. Nee. Aber es scheint sich um die Geschichte einer sehr alten Kultur zu handeln. Wenn du die Tafel haben willst, dann soll sie dir gehören. Ich habe keine Verwendung dafür. Nö, ich auch nicht. Ich möchte das Wesen der Magie begreifen. Was bedeutet das? Ich möchte das Wesen der Magie begreifen. Ah, hier könnte ich die Kreise lernen. Ja, aber das machen wir auch automatisch. Das klickern wir mal durch. Das haben wir eigentlich vor uns angehört. Keine Ahnung, warum es jetzt nochmal drin war. Besondere Fähigkeiten des Runenbeschwörers. So, reduziert die Mana-Kosten für die Aura. Ach, hör mal, die Aura kostet auch Mana. Oh. Und guck mal. Oh, wie cool ist das denn? Fügt beschworenen Untoten 15... Okay, Leute, wir müssen lernen. Also das als erstes, definitiv. Wie viel brauchen wir unbedingt? Also wir brauchen unbedingt 1000 Gold. 1000. Ne? Wir brauchen 1000 Gold, okay. Woher kriege ich jetzt 1000 Gold? Zeig mir. Wie kommen wir jetzt an 1000 Gold? Ein paar Waffen zu verkaufen, das machen wir nicht bei Xardas. Wir können das Fleisch gleich in der Stadt verkaufen. Wir können angeln. Wir könnten theoretisch Bücher verkaufen. Weiß jemand von den Gothic-Nerds, wie das aussieht mit den Büchern? Behält man wichtige Bücher? Es gibt ja zum Beispiel ein so ein Buch, was später für die Orkstadt wichtig ist und eins, was für das Mädel auf dem Bauernhof wichtig ist. Behält man diese Bücher oder verliert man die auch? Früher war es ja so gewesen, dass man sie verloren hat. Die Bücher. Und dass man sie dann zurückkaufen musste. Man wusste halt nie genau, welches was ist.
Das ist halt jetzt gerade die wichtige Frage. So, wir haben ja auf jeden Fall ein paar Goldbeutel dabei. Also gut, kein Problem. Wir gehen jetzt gleich in den Hafen. Wir gehen erst zum Hafen, machen da die Goldbeutel auf, dann porten wir uns zu den Jägern, verkaufen dort die Sachen. Oder vielleicht reicht schon der Hafen. So, wir haben 308, warte mal, stopp. Also so wenig Goldbeutel, wie ich habe, das wäre jetzt Faulheit, das nicht von Hand zu machen. Ich mach's mir von Hand, ne? Es wäre Faulheit, wenn ich es mir jetzt nicht von Hand mache. Ne? Schön, dass wir drüber geredet haben. Hier haben wir noch zwei. Oh ja, 870, noch 130 Gold. Woher kriege ich 130 Gold? Hier ist nochmal. Ja. 920, come on. Jetzt bitte. Lass mich nicht im Stich. Ach, jetzt hör mal. Na, warte mal. Die Suppen können wir ihnen verkaufen. Hat Xardas auch mal was zu essen, oder? Xardas braucht auch Futter. Zeig mir das. So, pass auf. Xardi, du alter Lump. Hier, gönn dir so ein paar Suppen. 1084, nice. Das Buch für die Orkstadt hast du, denke ich, ziemlich sicher noch nicht, aber keine Ahnung, ob man die bellt. Naja, wir können es nachher überprüfen, weil die Chroniken von Myrtana oder die Lieder von Myrtana brauchst du ja für eine gewisse Sache. Aber selbst wenn wir es nicht behalten, können wir es ja zurückkaufen, ne? Hier, besondere Fähigkeiten. Leute, jetzt geht's los. Reduziert die Mana-Kosten für die Aura. Da ist es. Und wir fügen den Untoten nochmal Dings ran. Naja, es gibt in Returning eine Orkstadt, meine Gute. Mehr möchte ich dazu noch nicht verraten, aber es gibt eine Orkstadt. Schadensreduzierung und Gesundheitsregeneration, auch das will ich lernen. Vor allem Gesundheitsregeneration und Alter, Leute, ist das... Und das müsst ihr euch mal überlegen, das wirkt auf jedes unserer Viecher, die Aura, ne? Solange wir halt in der Nähe sind. Das wird so geil. Das wird so geil. Die ist neu. In Returning gibt's die schon lange, Chiara. Wenn du im letzten Returning Run vor Ewigkeiten da warst, dann müsstest du sie tatsächlich sogar kennen. Weil die gibt's schon lange. So, also Schlossknackspell haben wir. Okay, wir müssen so oder so trotzdem zurück gleich nochmal in die Stadt. Erst gehen wir kurz zu den Jägern. Obwohl, ach nee, wir müssen jetzt gar nicht in die Stadt. Oder? Wie viel, hab ich noch 200 Gold? Nee, ne? Warte, stopp. Lass mal kurz gucken. 184 mit den Kräuter verkaufen, die ich eh verkaufen will, komme ich... Okay, dann gehen wir erst in die Stadt, schlafen dort auch einmal. Dann holen wir uns Gesundheitsregeneration am nächsten Tag. Mana-Regeneration natürlich für 200 Tacken. Und dann ja. So, warte mal. Hafen. Moin. Die Mädels müssen sich auch langsam denken. What the fuck? Ja, die Orkstadt ist genial. Die ist genial. Also wie gesagt, Returning ist, was sowas angeht, episch. Absolut episch, Chiara. So, rohes Fleisch bitte. Ach, verdammt. Ich vergesse immer wieder, dass sich das geändert hat. Dass du jetzt dieses Menü hast. Alles verkaufen bitte. Erledigt. Dankeschön. 270. Haben wir schon mal alles, was wir für Vatras gleich brauchen. Gut. Bada, bam, bam. Ach, warte mal. Jetzt können wir gleich mal gucken. Okay, ich sehe keinen großen Unterschied. Obwohl, doch, ich sehe einen Unterschied. Wir können jetzt, Leute, wir können das Skelett aktiv halten, ohne dass ich den... Guck mal, ich blende mich mal kurz aus. Ich sollte mich einfach ein Stückchen weiter hoch machen, oder? Dass ihr auch die Zahlen sehen könnt. So. Das heißt, jetzt... das ist gut. Ich wusste gar nicht, dass die Aura Mana kostet. So, erstmal alle Teller verkaufen. Gönn dir, mein Guter. Tschüss. 153 nochmal. Sehr schön. Muscheln und Perlen verkaufen. Was haben wir denn so? Muscheln. Ne, warte mal. Warte. Mach erstmal die Muscheln bitte auf. Die Stadt ist verwirrend. Also, wie gesagt, beim ersten Mal gebe ich dir recht, Daki. Und in den alten Versionen, da war es richtig verwirrend, weil du noch teilweise hast du Rhetorik gebraucht und davon gar nicht so wenig. Die Orkstadt fertig zu machen. Aber falls du Lust hast und da sein solltest, wirst du sehen, die Orkstadt ist gar nicht so verwirrend. Wenn man systematisch vorgeht, ist die Orkstadt nicht verwirrend. Das Problem ist halt einfach, dass die Orkstadt anders ist, als viele Gothic-Spieler das kennen. Und sie deswegen einfach grundsätzlich verwirrt sind. Das ist, glaube ich, das Main-Problem. Ne? Einen wunderschönen Heidi. Ich weiß gar nicht, von welchen der HC-Runs du redest, weil wir waren ja in mehreren Spielen an dem Abend. Aber einen wunderschönen guten Abend. Grüß dich, hi.
Brian, moin. Was kann ich... Wenn du noch. Edles Schwert. Mit dem Beo, keine Ahnung. Ich glaube, wir sind auf 12 oder 13 oder so. Ja, 12 oder 13 müsste das sein. Söldnerbogen kann weg. Ja, das kann auch weg. Den Dolch behalten wir sicherheitshalber. So, jetzt haben wir wieder 900 Tacken. So einfach kommt man an Gold. Sehr viele Mods sowas einfügen, das Beschwören über Zeit Mana. Ähnliches hast du das fast erwartet. Ja, aber die Aura, ich habe noch nie irgend mit einer Aura gespielt, Putzi. Tatsächlich nicht, deswegen wusste ich es echt nicht. Erledigt. Haben wir noch was anderes? Nö. Wir brauchen wieder Alohol. Mist. Ich brauche Alohol. Und davon viel. So, du wolltest Pilze. Kräuterpflanzen. So, pass auf. Du kriegst erstmal alles davon. Dann kriegst du alles davon. Nö, die Pilze behalten wir. Da bist du ja. Du kriegst doch nicht meine Pilze. Soweit kommt's noch. Aber er kann noch was kaufen. Habe ich gerade gesehen. Hier, guck mal. Andere Zutaten. Feldräuber. Minecrawler. Spinnenzangen? Im Inneren befindet sich Gift. Gut, die können wir wegschmeißen. Minecrawler-Zangen ist auch Gift drin. Aber ich glaube, wir sollten Minecrawler und Feldräuber-Zangen aufheben, ne? Wenn ich mich an alles richtig entsinne. Wobei, es könnte sein, dass wir die Feldräuber-Zangen nur fürs Sumpflager brauchen, ne? Und das sind wir ja diesmal nicht. So, moin. Skelett, kommst schon. Kein Licht. Ach, Sid, du bist wieder zu dumm zum Kacken. Und stellte er sich zwischen seine Brüder, um ihren Streit zu schlichten. Letzte Warnung. Ja, Entschuldigung, ist ja gut. Wie sie gleich sauer werden, ne? Okay, pass auf. Einmal den Segen. Ich bitte. Geh im Namen Adanos, aber geh endlich. Ja, ich bin auch gleich wieder weg. Leben brauche ich nicht. Ausdauerreck brauche ich nicht. Ja, schlaf gut, Stony. Eine wunderschöne Nacht. Träum schön. Hau rein. Bis Sonntag, wenn du Lust hast. Sonntag geht's weiter. Oh, da knuddelt er sich schon hin. Gute Nacht. So, alles vorbereitet. Dann porten wir uns mal zum Sumpflager. Lager der Bruderschaft. Hey, beleidige Sid nicht, ne? Ich beleidige ihn nicht. Ich sag nur, dass der alarme Kerl sich ausdrehen soll. Oh ja, jetzt sehen wir es. Oh ja, das Mana regeneriert sich gut jetzt wieder. Je nachdem, wie das weitergeht, können wir bald aktiv ein zweites Skelett haben. Vielleicht geht das schon. Lass mal gucken. Das war das Falsche. So, China. Reicht die Mana-Regeneration, dass das klar geht? Nee, nicht ganz. Aber es ist close. Guck mal. Wir können fast China halten. Aber nur fast. Ach, schade. Naja, es ist, wie es ist, und doch ist es anders. Und jetzt holen wir uns endlich die Quest, warum ich das alles vorbereitet habe. Hey, nix. Also bist du jetzt einer von uns, Kumpel? Ja. Ja, Falk hat mich im Lager aufgenommen. Na dann, gratuliere. Und ich bin mir sicher, du wirst deine Entscheidung, uns beizutreten, nicht bereuen. Wirst du mal sehen. Ist das dein Hund? Wenn du reist, so meinst, dann ja. Er ist mein Hund. Obwohl der eigentlich nicht wirklich ein Hund ist. Du wirst es vielleicht nicht glauben, aber Reißzahn ist ein reinrassiger Wolf. Vor etwa 5 Jahren stieß ich auf einer Jagd auf ein kleines Wolfsjunges im Wald. Anscheinend hatten ihn alle im Stich gelassen, denn es waren keine anderen Wölfe in seiner Nähe. Außerdem hatte er ein gebrochenes Bein und mit einer solchen Wunde wäre er eine leichte Beute für andere Tiere gewesen. Jedenfalls habe ich ihn mitgenommen und hierher in unser Lager gebracht. Es hat viel Mühe gekostet, ihn herzubringen. Dem Armen ging es sehr schlecht und er war völlig erschöpft. Aber am Ende fügte sich alles. Das Bein heilte und den kleinen Dines allmählich besser. Während der Zeit, die er in unserem Lager verbrachte, haben sich die meisten Jungs, so wie ich, sehr an ihn gewöhnt. Seitdem lebt das Wolfsjunge bei uns und wird allmählich zu einem echten Jäger wie wir anderen. Oh, das ist süß, wie sie sich um den kümmern, oder? Leute, Ausrufezeichen Love für den Wolfshund. Ausrufezeichen Love für den Wolfshund. So ein Wolf ist sicherlich hilfreich bei der Jagd. Klar, ich und die anderen Jungs nehmen ihn oft mit in die Wälder, um zu jagen. Er hat mir sogar einmal das Leben gerettet. Dieser Wolf bedeutet mir sehr viel. Reißzahn ist zu einem treuen Freund geworden. Verstehe.
Verstehe. Ah, der ist süß, oder? Ja, den retten wir auf jeden Fall. Dein Freund sieht aber etwas schwächlich aus. Das sieht nur auf den ersten Blick so aus. In Wirklichkeit ist Reißzahn viel stärker und widerstandsfähiger als seine Artgenossen. True. Aber du hast nicht Unrecht. Er ist bei seiner letzten Jagd von einem Wag schwer verwundet wurde. Ich habe alles getan, was ich konnte. Aber es scheint nicht genug zu sein. Es scheint nicht genug zu sein. So, warte mal ganz kurz. Ja, doch, passt soweit. Ne? Ja. Gut. Kann ich irgendwie helfen? Kann ich irgendwie helfen? Der einzige Ausweg, der mir einfällt, ist, mich an Sagitta, die Kräuterhexe, zu wenden. Sie lebt tief in den Wäldern. Aber guck mal seine Rüstung an. Ich weiß, wo sie lebt. Das ist gut. Ich bin mir aber auch nicht sicher, ob sie Reißzahn helfen kann. Aber ein Versuch ist es trotzdem wert. Eben. Du hast recht. Aber ich bitte dich, beeil dich. Der Hund wird jeden Tag... Ja. Im Übrigen, das ist eine der Timeline-Quests in Returning. Wenn ihr diese Quest nicht relativ zügig macht, ich weiß nicht mehr genau, wo das Ende war. Auf jeden Fall könnt ihr die nicht über Kapitel hinweg halten. Es gibt so 2-3 Quests, die musst du machen. Und wenn du die nicht zügig machst, dann passiert was. Ja, was meistens nicht so schön ist. Und ich muss sagen, wie es ist. Das will ich auf gar keinen Fall mit dem armen Wolf, oder? Ja, ist viel zu toll. Ah, apropos, wie viele Lernpunkte haben wir eigentlich? 20 haben wir schon wieder. Uff. Leute, das ist richtig genial. Wir haben schon wieder 20 Lernpunkte. Uffala. Ich bin jetzt hart am Überlegen, ob wir Intelligenz lernen. Ich weiß halt nicht, kann man Intelligenz lernen? Chat? Kann man bei irgendeinem Magier hier in-game Intelligenz lernen? Geht das? Weil das wäre schon... Das wäre halt gut. Weil das macht halt auch unsere Skelette immer stärker. Weiß es jemand? Also ich glaube, in der alten Version ging es auf jeden Fall. Aber in der aktuellen? Ich kann mich auch nicht dran erinnern, das gesehen zu haben. Also bei Xardas bin ich mir ziemlich sicher, dass ich es nicht gesehen habe. Bei Vatras könnte es sogar sein. Okay, ihr Returning-Profis, kann man Intelligenz lernen? Ja oder nein? Also jetzt außer, ne, Bücher lesen und so, ist klar. Wir reden wirklich von Lernen beim Lehrer, ne? Kannst du dir schwer vorstellen? Ja, ich mir halt auch, aber eigentlich wäre es fair. Weil theoretisch, ne, die Schwertkämpfer oder Bogenschützen, die können ja auch alles beim Lehrer lernen. Und warum wir dann nicht? Oder? Warum wir nicht? Als Magier. So, ist mein Sid noch dabei, ja. Herr Knochenjockel Sid ist dabei. Ach, guck mal, jetzt können wir das machen. Ohne den richtigen Schlüssel kriege ich das nie auf. Was? Muss ich das irgendwie machen? Soweit du weißt, für Karma, ja, okay, Karma ist klar, ja. Nee, ich meinte aber tatsächlich richtig für Lernpunkte, weißt du? Machen wir mal so und so. Oh, da brauche ich einen Schlüssel. Nee, hör mal. Ohne den richtigen Schlüssel kriege ich das nie auf. Nee. Scheiße. Hey, du. Ach, komm. Kennst du einen Jäger namens Nix? Ja, das tue ich. Es schaut öfters mal vorbei, wenn er hier in der Gegend auf der Jagd ist. Wieso? Normalerweise interessiert er sich für verschiedene Tinkturen, die ich aus Heilkräutern herstelle. Warum fragst du? Ihm ist ein Unglück widerfahren. Was ist passiert? Während seiner... Da war ein Soundfehler drin. Nix versuchte selbst, ihm irgendwie zu helfen, aber es kam nichts dabei heraus. Also hat er mich gebeten, dich um Hilfe zu bitten. Kannst du Reißzahn heilen? Er hätte sich gleich an mich wenden müssen. Ja, und jetzt nicht mit etwas ist er anfangen, ja da. Von dem er sowieso nichts versteht. Also hilfst du ihm? Ja, natürlich. Ich weiß, wie sehr sich Nix um Reißzahn sorgt. Und ich bin bereit, auf jede Weise zu helfen, die ich kann. Wenn du schon sagst, dass die Wunde sehr ernst ist, dann werden wir einen ziemlich starken Heiltrank benötigen. Shit, ich hab alle Kräuter verkauft. Leider kann ich dir nicht versprechen, dass es auch helfen wird. Fuck. Kannst du mir diesen Trank geben? Nein, bedauere. Ja, dann let's go. Welcher? Ich bräuchte ein paar Sumpfkräuter, eine Heilwurzel, eine Weißbeere und zu allem überfluss noch ein Grundstück. Ein Grundstück? Bring mir all diese Kräuter und ich... Gut. Okay, die haben die Rezepte verändert. Also es waren doch früher nur ein paar Heilkräuter, oder? Oder wundere ich mich da? Mädel, du hast einen Kronstöckel in der Tasche. Du willst doch nur, dass ich deinen Scheiß kaufe. Gib's doch zu. Was für eine Schlawinerin. Aber ist nicht schlimm. Wir haben einen Kronstöckel schon gefunden.
Ich glaube, nur Sumpfkraut hat gefehlt. Nee, hat's nicht. Badadumps. Ja, aber übel, oder? Warte mal, Methanas Lehre, Fernkampf. Wo hast du mir das denn aufgeschrieben? Jetzt schwindelt sie mich auch noch an. Was braucht sie denn? Ein paar Sumpfkrautpflanzen. Heilwurzel haben wir. Haben wir Waldbeeren? Ich glaube schon, oder? Waldbeeren werden wir sicher haben. Oder nicht? Ja, Waldbeeren. Okay, sie hat gesagt, ein paar. Hey, du. Ja, so hält man sich die Kunden. Welche war? Sag mir was. Das ist bestimmt das gleiche wie mit Etta, die unbedingt ihren Rum wollte zum Trank machen und sind dann angesetzt hat und weggekippt hat. So, jetzt haben wir alles. Ich habe dir die Kräuter besorgt. Guter Mann. Gib her und ich fahre unverzüglich mit der Zubereitung an. Hier sind sie. Grundstücke. Gut, jetzt gedulde dich noch ein wenig. Naja. Das wär's. Ja, komm, ist mir alles egal, Fräulein, ganz ehrlich. In Kronstücken leiert sie mir außen und ja, sie hat ihn auch nicht mehr. Oh Gott, ist das bitter. Okay, das muss man sich dann wirklich überlegen, ob man das tut. Aber ich finde, es lohnt sich. Außer man hat viel Gold, dann lohnt sich's nicht so. Warum werdet ihr gleich erfahren? Weil die Belohnung ist schon nicht schlecht. Wobei, na warte mal, du kriegst eine doppelte Belohnung eigentlich. Ich hab nichts gesagt, Leute, es lohnt sich. Ja, Sum? Ja, hol dir Summi. Apropos Summi, wir haben gestern mal wieder die Rettungstruppe geguckt. Kennt jemand von euch noch Rettungstruppe? Rettungstruppe, aufi! Aber ich muss ganz ehrlich sagen, du kannst dir da nur 2-3 Folgen angucken, dann wird's schlimm. Also so 2-3 Folgen und dann ist es einfach zu viel. Leider. So, hol dir die Fliege. Mann. Komm, wir probieren die mal runter zu prügeln. Guten Morgen, Marco, grüß dich. Ausgeschlafen? Ausgeschlafen, mein guter Marco. So, und du kommst jetzt mit? Bist dabei? Gut. Würde ich mal sagen, wir rasieren schnell noch da oben durch, oder? Ja, komm. Hui. Bekommst du sogar noch mehr für die Quest in der Konsequenz? Okay, dann bin ich gespannt, Tobi. Dann bin ich gespannt. Also, du hast schon früher eigentlich genug bekommen, wenn man mal ehrlich ist. Ne? Alter, was Sid wegtankt. Der Junge ist noch, weißt du, ganz unten vom Level und der tankt wie ein Gott. Also Sid, du bist ein feiner Junge. Du wirst, ich glaube, der wird ein richtiger Zerstörer. Und Marco ausgeschlafen. Aua. Aua. Sid. Aber was wir Sid noch beibringen müssen, ist Intelligenz. Was? Töte sie doch! Bitte! Danke! Hilfe! Wie ich da tanzen gehe. Leider nein. Ja, dann knuddel dich gleich wieder hin. Ist doch perfekt, ne? Schnell mal aufstehen. Rauchen gehen. Okay, dann. Wenn du dafür extra aufstehst, würde ich nicht tun. Da war ich selbst als Raucher immer zu faul. Aber ich muss halt sagen, ich bin bei sowas sowieso grundsätzlich faul. Aufstehen. Also es gibt nur ganz wenige Sachen, die mich direkt zum Aufstehen bringen. Wenn mein Schatz sagt, komm, wir stehen auf, weil ja, man will halt mit seinem Schatz aufstehen, weißt du? Und ja, dann lange nix. Ach, guck mal, Sid hat sich's bequem gemacht. Sehr schön. So, bringen wir mal die Medizin zurück. Könnte ich die Medizin selber trinken? Und sagen, ich scheiße auf das Vieh? Okay, wir könnten die selber trinken. Einen Wolf retten oder die Medizin selber? Nein. Leute, wir retten den. Armes Vieh. Ja, döst du mal. Schlummer mal gut ein. Einen schönen Samstag auch dir. Hau rein. Bis Sonntag, wenn du Lust hast. Um 10, ja, meine Gute. Um 10 Vormittag geht's los. Wie jeden Sonntag. So, Boing, Chef, ich hab hier deine Medizin. Da. Ich bringe eine Arznei für deinen Wolf. Wirklich? Glaubst du, dass es ihm wirklich helfen wird? Oh. Was ist zu tun? Du musst seine Wunde mit der Arznei behandeln, die sie dir gegeben hat. Verstehe. Na, dann gib mir die Arznei. Bitte hier schön. Ist sie. Dann lass uns die Wunde reinigen. Das war's.
Ich hoffe, das hilft. Wird schon. Wird schon, wird schon. So, jetzt müssen wir, glaube ich, ein paar Tage schlafen. Und das machen wir auch direkt mal. Oh, bitte, bitte, bitte konnten wir Sid retten. Ich hoffe es halt echt. Ich hoffe es echt. Wir schlafen jetzt mal 3 Tage. Aus meinem Bett. Ach, was heißt denn dein Bett? Dein Bett ist mein Bett und mein Bett ist aber nicht dein Bett. Hm? So geht das doch, oder? Mein Bett ist dein Bett. Ach nein, dein Bett ist mein Bett und aber nicht mein Bett ist nicht dein Bett. Wisst? So, erstmal 2 Mana wieder abholen. Sehr schön. So, wie geht's denn? Hey, er steht schon auf. Hey, Kumpel. Was? Dank unserer Bemühungen und nach einem Tag ist die Wunde von Reist samt verheilt und es geht ihm schon viel besser. Ich kann dir nicht genug danken. Ohne deine Hilfe wäre Reist samt unnötig, um ehrlich zu sein. Oh, Sid, geht's gut? Ich kann sehen, dass die Reist sehr am Herzen liegt. Natürlich. Ich habe ihn selbst aufgezogen, nachdem ich ihn als Welpe gerettet habe. Ich bin aber nicht der Einzige. Mein Kumpel Rainer hat vor ein paar Monaten einen Eiswolf wetten gefunden. Auch er ist ein Jäger und hat beschlossen, sie zu behalten. Interessant. Übrigens, ich habe schon lange nichts mehr von Heine gehört. Du gehst nicht zufällig in die Stadt? Osper war häufig mit ihm in Kontakt, der müsste etwas wissen. Geht klar. Von Heine? Doch, der ist bei mir im Chat. Heine, bist du noch da? Lulli, ich wusste gar nicht, dass dein Name aus Returning ist. Ach, na, hör mal. Wusste ich gar nicht. Ja, warte mal, das auch mal durchhauen. Dankeschön, tschüss, zeig mir deine Ware. Hast du nix? Gut. Ja, aber, krieg ich jetzt nicht. Aber Schlafsack. Hm? Lass mich raten, das war auch die falsche Aufgabe. Für einen Schlafsack muss ich das Lurker-Ei besorgen, oder? Ach, jetzt bitte. Oh Mann. Ich dachte, jetzt kriege ich einen Schlafsack. Das ist so der nächste angenehme Schritt, wisst ihr? So, gut. Also wenn kein Schlafsack, ja, das ist eine andere Aufgabe, ja, Rip. Wir könnten jetzt gerade mit Fester einmal Dings machen. Oh, wait, nee, lass uns erst nochmal in die Stadt, bitte. Weil wir holen uns jetzt noch einmal die Übungsattrappe holen wir uns jetzt noch einmal. Sind zwar nochmal 1000 Gold, aber 1000 Gold sind 1000 Gold. So, Sid, du verschwindest. Speichern. Weil ich möchte die Trainingsattrappe selber machen, auch wenn es länger dauert. Aber so können wir uns nochmal ein paar Punkte für Zweihand holen, wisst ihr? Aber mach mal die Aufgabe mit Tain, könnte sich lohnen. Ja, jetzt sind wir eh in der Stadt, Tobi. Jetzt sind wir eh in der Stadt. Machen wir eh. Aber erstmal, wie gesagt, will ich jetzt noch schnell 10.000 Schadenspunkte da trainieren. Nee. Hallo, André, ich möchte da mal an die Attrappe gehen. Kannst du mal aufhören, da hinzukacken? Hör mal. So, hier, das. Ich möchte gut. Dann üb du mal. Ja, nee, warum unbedingt ich selber ohne Skelett? Naja, dass ich halt die Zweihandwaffe ein bisschen trainiere, wisst ihr? Ja. Und es geht immer noch schneller als beim ersten Mal. Wisst ihr noch das erste Mal? Es war unangenehm, ne? Mana 1. Okay, zählt mal bitte mit. Passt mal genau auf, was wir kriegen. Macht jemand eine Strichliste? Ein Mana ist weg. bis Sonntag. Hau rein, Devil. Ciao, gute Nacht. Ein Mana haben wir schon mal. Ba, ba, ba. Ba, ba, ba. Hey. Na? Oh, jetzt komm. Ein Gesundheit. Bin mal gespannt, ob sich jemand notiert hat, weil Darky ist jetzt nicht da, der euch wieder rettet. Na, komm. Gib uns... Wieso mache ich denn das? Ich will 2 Handpunkte, verdammt nochmal. Ein bisschen, was soll ich denn sagen? Ernüchternd gerade. Warte mal, Kogin, du verschwindest auch mal kurz, dass ich das wirklich ordentlich anvisieren kann. Kann ich von hinten angreifen? Nee. Weil von hinten hat man ja eine erhöhte Crit-Chance, aber... Hä? Lull! Egal mit welcher Taste ich ausweiche, ich weiche immer in die gleiche Richtung. Okay. Gut, da stimmt irgendwas mit der Tastenkonfiguration nicht, glaube ich. Bei mir.
Was tust du da? Etwas, was ich euch gerade gebeten habe, nämlich die Punkte zusammenzusammeln. Aber scheinbar habt ihr mir wieder nicht zugehört. So, schon wieder ein Gesundheitspunkt. Du. 15. Ach komm, das Salz haben wir halt hier. Zweihand-Mana. Wir haben 8 Punkte bisher gelernt. Mana und Gesundheit doch nur. Bisher ja, Yumi, aber das kann alles. Also das kann im Prinzip, wenn ich jetzt noch 4000 Schadenspunkte und die kriegen wir drauf, kriegen wir noch einen Zweihandpunkt. Nee, warte mal. Doch, natürlich. Doch. Noch 4000, nee, wait. 1600, dann kriege ich noch einen Zweihandpunkt wieder. Ja, dann. Sag mal, heute gehen aber alle früh. Gut, du auch, tschüss. Haut halt alle ab. Komm, geht alle. Spiel ich halt alleine. Schlaf gut. Gute Nacht, Fritzi. Gute Nacht. Hm. 14 und da ist der nächste Mana-Punkt. Der nächste Gesundheitspunkt. Es wäre so ein Moment, die Taste zum Beschleunigen des Spiels zu drücken, aber das mache ich nicht. Wir machen das so. Das macht das so viel mehr Spaß, Kappa. Aber wofür sollte ich eigentlich Zweihand trainieren, Leute? Ich mache doch eh keinen Schaden. Wobei, das sind so die seltenen Momente, wo wir die wirklich ein bisschen trainieren können. Und wir brauchen es ja später. Wobei, ich glaube... Gehst du auch schlafen, Blackie? Sag mal, ihr geht alle wie auf Weckruf. Habt ihr euch auf um 1 den Wecker gestellt? Dir auch gute Nacht. Schlaf gut, Blackie. Gute Nacht, mein Lieber. So, warte mal, wir holen jetzt den Junge doch ran. Es ist mir einfach zu dumm. Sag ich, wie es ist. So. Also, wie viel Gesundheit und und Mana war es bisher? Das ist der nächste Gesundheitspunkt. Wie viel war es bisher, Chat? Wir helfen einfach mit 2 Hand. Gesundheit, ne? Nein. Nochmal Mana. Mana, 2 Hand Gesundheit. Ja, nice. Nochmal Gesundheit. Ja, jetzt regnen die Punkte, ne? Nochmal Gesundheit. Und... Nochmal Gesundheit. Nochmal Mana. Ja, mal gucken. Einmal Ausdauer, das ist auch ganz nice. Ah, Training beendet. Ja, schade. Okay, wie viel haben wir insgesamt gemacht? Weiß es jetzt jemand? Ich komme nicht mehr mit. Ja, ist ja nicht schlimm. Aber jetzt sind wir fertig. Also vielleicht hat es ja bei jemandem bis jetzt gereicht. So, warte mal. 20 Talentpunkte haben wir. Könnten wir theoretisch Schmieden jetzt lernen? Aber da wird es Gold nicht reichen. 384 haben wir nur noch. Ha, vielleicht jetzt Schmieden langsam lernen und Dings. 2 Punkte in 2 Hand. 1 in Ausdauer. Nice. 4 Mana. Und? Bin gespannt, wie viel Leben das war. 8 Gesundheit. Also es hat sich wieder rentiert, die 1000 Punkte. Also ihr merkt, im frühen Spiel rentiert sich die Puppe echt. Also es ist echt gut. Ich habe hier so eine Steintafel. Ich habe hier eine Steintafel. Kannst du mir mehr darüber sagen? Das sind Artefakte der alten Kultur, die wir seit einiger Zeit untersuchen. Es gibt verschiedene Arten davon. Einige enthalten Informationen über die Geschichte des alten Volkes. Und genau an diesen bin ich interessiert. Bring mir davon alle. Ich werde dich angemessen entlohnen. Ja, aber bevor du die kriegst, kriegt sie erstmal leider jemand anderes. Warte mal, wie kann ich die verstehen? Wie kann ich eigentlich Steintafeln verstehen? LOL! Du meinst, wie du ihren Sinn verstehen und sie lesen kannst? Ja. Genau. Nun, du musst natürlich die Sprache kennen, das kann dir Myxir zeigen. In meinem Haus findest du dann eine Werkbank zum Entziffern der Taf. Verstehe, danke dir. Ja, voll tough. So, jetzt können wir gerade mal gucken. Nee, Intelligenz können wir leider nicht lernen, seht ihr. Ach, scheiße. Das ist schade, das ist echt schade. Gut, naja, ist wie es ist, ne? Vielleicht
vielleicht jetzt wirklich Richtung 200 Mana rushen, in Anführungsstrichen. Und uns halt jetzt schnellstens, warte mal, erstmal gehen wir nochmal kurz zu den Jägern. Die ganzen Trophäen wegbringen und dann gehen wir wieder in die Stadt und verfolgen die Quest. Nee, was ich gerade meinte, vielleicht wisst ihr wirklich jetzt auf 200 Mana gehen, dass wir den Kreis 2 kriegen. Wenn wir Kreis 2 kriegen, können wir bei Vatras, soweit ich es noch weiß, die richtige Mana-Regeneration erlernen. Das heißt, wir haben dann unsere natürliche Mana-Regeneration als Dunkelmagier, die richtige Mana-Regeneration von Vatras und vielleicht noch den Mana-Segen noch dazu. Ich weiß nicht, ob man den dann noch oben drauf jetzt hauen kann. Und alleine damit soll es dann gar kein Problem mehr sein, mindestens 2, vielleicht sogar 3 Beschwörungen abzuhalten. Ich glaube, das sollte funktionieren. Und das sollte unser Weg sein, dass wir schnellstens auf jeden Fall eine 2. Beschwörung an den Start kriegen und vielleicht sogar sehr schnell noch eine 3. Mal gucken, ne? So, Alfred Moing. Wir haben da ein bisschen was. Ja, ausgezeichnet und so. So, Fälle. Na, warte mal. Machen wir erstmal das. So, was haben wir? Zähne, Krallen, Lurkerklauen, Minecrawler-Platten. Ne, Minecrawler-Platten auf gar keinen Fall. Jetzt müssen wir aufpassen, weil die brauchen wir noch. So, die kommen weg. Nochmal 4 Gold. Es ist alles nicht viel, aber ne, es läppert sich. Nein, keine Minecrawler-Platten verkaufen. Nice, danke. So, dann haben wir noch Felle. Ich glaube, Wolfsfelle haben wir hauptsächlich, ne? Ein Hasenfell war ich nicht. Der Hase ist mir vor. So, Reptieren heute geben 12, das ist cool. Ein Keilerfell gibt 15 sogar, hör mal. Und ein Wolfsfell 8. Und ein Hasenfell 3. Genau, wer noch nicht abgestimmt hat, Chatty Chat, Yumi hat es gerade gepostet. Wäre uns allen eine Ehre. Dankeschön. Jetzt sind wir wieder bei 1010. Ja, guck mal. Gut, das heißt, jetzt gehen wir zu Vatras, investieren 10 Lernpunkte. Und mit den 10 Lernpunkten kriegen wir 20 Mana-Punkte. Also, ihr merkt, es ist wert. Ne? Moin! Oh, fuck! Wir sollten eigentlich noch... Oh Gott, wir brauchen nochmal 1000 Gold. Das hätte ich dir auch vorher sagen können. Ja, dann hättest du es mir auch vorher sagen können, du Lump. Wir brauchen ja noch für Lema Gold. Also nicht, um dem was zurückzuzahlen. Der kriegt nichts. Aber für eine Quest bei dem. Ich weiß nicht, ob wir anders rankommen können. Vielleicht sogar. Das werden wir sehen. Aber wir brauchen eigentlich noch für die Feuermagier-Quest, wisst ihr, wo wir von Lema was zurückkaufen sollen. Brauchen wir eigentlich noch Gold. Vielleicht kriegen wir es auch anders. Mal gucken. So, Vatras Moing. Ja. Einmal. Zweimal. Ja, für ein drittes Mal fehlt mir, glaube ich, das Geld. Ja, schade. Gut, das heißt, Leute, wir sind jetzt schon bei 159 Mana von 200. Cool. Ich würde halt bloß gerne meinem Skelett sagen können, hey Skelett, pack mal bitte die Waffe weg. Das wäre cool. Einfach so ein optisches Ding, wisst ihr? Das wäre cool. So, aber erstmal zu Bossbar jetzt. Wegen diesen Harlin oder so, wie der hieß. Ach, Bossbar, bist du schon wieder am Saufen? Ach, Bossbar. Es juckt aber auch keinen, dass ihr ein Skelett mit gezogener Waffe durch die Kante rennt, ne? Scheint in Korinthes normal zu sein. Naja gut, sie leben neben Kritter, die sind einiges gewohnt. Ach, Bossbar. Du Suffkopf, ey. So richtiger Suffkopf. Moin, Bossbar. Hey. Tach. Erstmal verkaufen wir wieder. Sehr gut. Jo, merci. Dann nimm mal bitte wieder alle Pfeile, falls ich welche habe. Oh, guck mal, 23 Gold, ist doch super. Und dann noch alle Bolzen, habe ich keine. Gut. Dann hören wir mal rein. Hast du den Jäger eine gesehen? Ja, ich habe ihn kürzlich gesehen. Warum fragst du? Jäger Nix hatte schon eine Weile nichts mehr von ihm gehört. Also schickte er mich, um etwas herauszufinden. Ich verstehe. Heine kam neulich zu mir. Er war ganz aufgeregt. Hast du herausgefunden, warum? Er rettete einen Eiswolfwelpen und nahm ihn überall mit hin. Dann begann er zu glauben, dass ihn jemand verfolgte. Warum sollte das jemand tun? Das Fell eines Eiswolfs ist äußerst wertvoll. Es würde mich nicht wundern, wenn die örtlichen Banditen versuchen würden, ihm den Wolf abzunehmen. Wohin ist Heine gegangen? Er wollte jagen gehen. Am Osttor, neben dem Strand. Danke. Am Osttor neben dem Strand. Hä? Am Osttor neben dem Strand. Hört ihr Bewohner von Korinis? Auf
ausdrückliche Anordnung bei, wie heißt der Pirat nochmal? Bei dem Piraten? Jeder Bewohner der Stadt hat sich aufgrund der drohenden Gefahr eines... Ja, muss ja da sein. LOL. Okay, jetzt bin ich gespannt. Ist halt auch eine Quest, die ich nicht kenne. Solange das Skelett nur die Waffe gezogen hat. Naja, ich sag mal so, wenn du eine Waffe ziehst, dann bist du sie auch einsetzen, oder nicht? Also ich schon. Ich weiß gar nicht mehr, von wem das war. War irgendein Film, den ich gestern geguckt habe. Ich ziehe nur meine Waffe, wenn ich sie auch einsetzen will. Irgendwie sowas. Ach nein, ich ziehe nur meine Waffe zum Töten oder irgend sowas, hatte der Typ gesagt. Ja, das müsste doch das Osttor sein. Ja doch, das ist das Osttor. Und da unten ist der Strand. Punkt, aus, Ende. Das heißt, hier muss das irgendwo sein. Aber was jagt denn der Jäger am Strand? Schildkröten? Also, ne, warum nicht? Aber hä? Jetzt bin ich richtig gespannt. Vor allem, wo der ist. Ne, guck mal, da hinten steht einer. Ey, das sind doch Banditen. Okay. Mein lieber Chat, was meint ihr? Schafft Sid die Banditen, ja oder nein? Das könnte, weiß ich nicht, ne? Sid, wir probieren.